Es gibt ein Problem. Und zwar dachte ich, GTRP wäre sauber. Ich hätte GTRP bereinigt. Bei dem ist überhaupt nicht so. Ich sehe mich also gezwungen, die Aufgabe wieder auf mich zu nehmen und die Stadt zu säubern. Abonnier mich oder ich säubere dich mit. Mal sehen, wem wir hier einen Tatverdacht unterstellen können. Lass Leute nehmen, die einfach irgendwie gerade irgendwas mit dem LKW oder so ausliefern. Da haben wir doch direkt einen. Geil. Stehen geblieben. Sofort rechts ranfahren. Fahren Sie rechts ran. Warum? Was wünscht ihr von mir? Wir sind die Polizei. Fahr rechts ran. Aus dem Tunnel raus und rechts ran. Okay. Er flüchtet. Hände hoch. Hände in die Höhe. Nimm deine Hände hoch. Hände in die Höhe, hab ich gesagt. So ist Wie lautet gut. dein scheiß Name, Homie? Mein Name ist Werner. Nachname? Winsbrot. Herr Officer, Sie können die Waffen... Kann ich vielleicht die Hände runternehmen? Ich... Wir sind Nein. gleich gezwungen zu schießen. Schießen! Warum? Schießen! Alter, was ist mit euch los? Hast du irgendwelche illegalen Waffen dabei? Ich werde ihn abtasten von hinten. Oh mein Gott! Er hat eine beschnittene Schrotflinte und Schrotflintenhülsen. Die werde ich jetzt einmal konfiszieren. Was ist denn... Warum durchsuchen Sie mich? Was ist denn der Grund dafür? Du dachtest, du könntest uns hinters Licht führen und illegal Waffen mittragen. Aber wir haben gesehen, dass Sie... Wir suchen direkt neuen, dem wir den kompletten Tatverdacht unterstellen. Das muss irgendein Zivil... der mit dem Hubschrauber sein. Siehst du die beiden da? Wir sagen direkt... Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände in die Höhe! Nehmt eure Hände hoch! Sofort die Flossen in die Höhe! Ja, ja, nehmt deine beschissenen Flossen hoch. Hoch! Der wollte mir Drogen verkaufen. Ihr seid beide festgenommen. Hast du den anderen equalisiert? Ja, niemals kriegen. Ich werde ihn kriegen. Wo bist du? Komm raus! Hände in die Höhe! Hände in die Höhe und aussteigen! Hände in die Höhe! Aussteigen! Hände in die Höhe! Was ist Polizei? Da Hilfe! Steig sofort aus! Ja, was ist denn? Du bist festgenommen! Nein, ich hab gar nichts gemacht! Hilfe! Warum hat die festgenommen? Ja, ich kann nichts machen, ich hab Fesselnamen. Mal sehen, ob du illegales Zeug dabei hast. Das wäre nicht so gut für dich. Naja. Ein Baseballschläger. Den brauche ich für Baseball spielen. Naja. Ja, genau. Ich werde ihn beschlagnahmen und ich werde ihn mir später rektal einführen. Du wirst hingerichtet. Geil. Hände sofort hoch! Wir können nicht, wir sind gefesselt. Das sieht halt nicht anders aus. Tut mir leid. Ich werde euch beide durchsuchen und ich werde gucken, ob ihr illegales Zeug dabei habt. Alter, was hast du dabei? Oh, konfiszieren. Ja, du wirst jetzt exekutiert. Vollkommen öffentlich. Auf drei. Eins, zwei. Drei. Drei. Du wirst aber auch exekutiert. Hallo, ich bin Feuerwehrmann, Schweizer, armselig. Ich hab grad ein Moped gekauft. Du verfickte Drecksklatze! Was? Du willst beim nächsten Raid dabei sein? Dann befolgt dieses Tutorial. Erstmal müsst ihr euch registrieren auf Grand LP. Link dazu ist in der Beschreibung. Und danach? Eure Glatze spawnt im Hotel. Ihr seht diese Chaya da? Rente. Klickt hier. Gebt bei der Suche Gag ein und joint. Das war's. Geil. Wir machen das so. Guck mal, wir gehen jetzt zu jemandem hin und dann sagen wir ihm, Bruder, ey, tut uns echt leid, wir haben richtig das Dilemma. Und zwar ist ein Gefangener abgehauen, weil wir ihn halt quasi gar nicht unter Kontrolle hatten. Und wir müssen ihn jetzt einsperren. Und wir brauchen jetzt einen neuen, Bruder. Wenn du Bock hast, wir müssen dir auch Maximalstrafe dann geben. Kannst du das aber dann für uns machen? Wir geben dir dann auf 5k, so einfach gefühlt gar nichts. Und da sagt so, nein. Okay, doch, Bruder, wir machen trotzdem leider. Tut uns leid. Er hat gerade gesagt, macht weiter so. Festgenommen. Ziemlich gerade. Verarscht. Komm mal rein ins Auto. Willst du mich verarschen? Was nimmst du mich fest? Hallo? Was machst du hier? Damit wir auch sie vielleicht darüber aufklären können, was hier gerade passiert. Wir hatten gerade das Problem, uns ist ein Häftling entwischt. Der sah überhaupt nicht so aus wie sie, aber der ist uns, wie gesagt, nach so einer Razzia entwischt. Wir und sollten jetzt den nehmen halt sie einfach irgendwelche Leute willkürlich fest? Wie gesagt, warte, wir sind noch nicht fertig. Und jetzt müssen wir halt irgendeinen stattdessen, keine Ahnung. Also am besten fällt es. Ah, okay, dann können sie ihren Job bei sagen. Ich kläre das auf eine andere Art und Weise. Also okay, so lasse ich mich nicht verarschen. Wir geben ihnen doch nein, Geld. Nein, passen Sie mal auf, das kläre ich jetzt ganz anders, weil Sie kosten mir gerade Zeit, die ganz wichtig für mich ist und für meine Familie und für meine Organisation. Und die Familie kann kurz warten. Machen. Sie kriegen nein, 5k für zwei Stunden. Wir zahlen Ihnen ja auch so Geld. Sie sind gleich hier komplett weg. Wir zahlen Ihnen ja auch Geld. Rauslassen. Guck mal, ich erkläre dir das jetzt vielleicht nochmal. Guck mal, wenn wir das nicht machen würden jetzt, wären wir unseren Job los. Also wir hätten dann keinen Job mehr und so. Oh, das musst du verstehen. Gib dir die Sachen dann, oder wir geben dir ja später am Ende dann einfach, gebe ich dir 10, 15k und dann kannst du die einfach neu kaufen. Jungs, wollt ihr mich gerade verarschen? Was für neu kaufen? Ihr kostet mir gerade Zeit. Ihr habt mich gerade unten am Strand. Wir brauchen irgendeinen halt, deswegen. Ihr braucht irgendeinen, aha. Ich gebe dir das Geld dann, ich habe dich jetzt erstmal zur Fahndung ausgeschrieben. Wie gesagt, wir kriegen ja dann durch die Beförderung auch mehr Geld.
Geld und sowas, deswegen, wie, sag, hau mal ruhig raus. Egal. Mach doch Ding, ich klär das wie, anders. Wie teuer waren dann jetzt die Waffen? Mach doch deinen verfickten Job richtig, du Opfer. Warum bleibst du jetzt so rum, Digga, ohne Grund? Weil du was haben wir dir getan? Ohne Grund. Halt deine Fresse, Junge, halt deine Fresse. Du hast mich gerade gefickt ohne Grund und meine Zeit geklaut, also beleidig dich, du Schwank. Ja, ich hab's mir fast schon anders überlegt. Ich glaube, ich tu dich doch in Knast. Alter, wie bist du denn drauf? Bring mich bitte in den Knast. Bring du bist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das wäre sogar noch besser für mich. So, Bruder, jetzt, ich zieh mein Ding durch, ich bleib am Ball. Ich hol uns aber erstmal ein neues Auto. Weil mit so einem Auto, das bockt auch mehr, wenn wir jetzt alle in einem geileren Wagen rumfahren. Weißt du, wie ich meine, Bruder? Gucken jetzt erstmal, ob wir... Gucken Sie mal einfach die Leute hier umfahren und so und solche Sachen, ne? Ob wir irgendwen... Gott. Hab doch mal Eier, lass mich mal kurz 10 Sekunden ohne Dings. Dann kriegst du... Dann mach mal, fahr mal wieder ich ran. Ich finde, dein Umgangston geht überhaupt gar nicht fit. So ja, das juckt mich nicht, wenn irgendwelche Menschen mich ohne Grund festnehmen und mitnehmen und Freiheitsberaubung hier. Verstehen Sie das? Komm, Bruder, komm hier mitten in der Stadt. 10 Sekunden, halt an, mach mir 10 Sekunden. Du kannst mir, okay, nimm mir sogar die Waffe. Oh, mein Auto ist gerade verschwunden. Und das ist so geil. Erkan, das ist der von vorhin, Erkan. Ist das der? Lass den. Ist das der mit der Dings? Ja, bitte. Junge, der hat diesen Klingelton. Sie sind festgenommen! Hey. Warum sind sie denn gerade abgehauen, wenn ich das mal frage? Du bist abgehauen, halt das Maul da. Ich saß eine halbe Stunde im verfickten Auto und ihr seid nicht zum Punkt gekommen. Das Auto ist einfach weg gewesen bei mir und das war das Problem. Das Auto ist bei mir dass aber nicht weg gewesen. Dass du deine Zauberhände benutzt hast. Ich finde das eklig. Wie kann das Auto denn weg sein? Was redest du denn da? Los, kleines Opfer. Guck mal, Scheiße. Du fährst sogar Leute um. Das war aus Versehen. Es passiert manchmal, dass manche Leute... Es passiert manchmal, dass... Das kann mal passieren. Digga, komm, mach mal die Handschellen los, dann ich können wir beide austicken. Ich tick gleich richtig aus. Komm, ich her, tick gleich richtig aus und mach dich richtig zur Sau. Checkst du's nicht? Checkst du's nicht? Mach die Handschellen los, du kleines Opfer. Mit dir rede ich Bruderherz. Bruderherz. Nimm mich nicht Bruder. Bruderherz. Ich küsse doch deine Augen, Mann. Küsse dein Herz, Bruder. Wir genießen jetzt zu dritt ein bisschen den Abend. Wie bitte? Wir denken, wir können was Geiles machen? Ich mach jetzt was verdammt Geiles. Ja, los, zeig mal, was du kannst. Das gefällt dir richtig, ne? Du eklige Drecksau, ne? Du Schmutzfink. Mach mir 10 Sekunden die Handschellen. Ich zock gleich 10 Runden mit dir eine Runde Vollgeist. Und da hol ich mir die Krone. Let's get this done. Let's go. Das sehen wir gleich. Was würdest du sagen, wenn ich dir jetzt sage, dass einer aus deiner Familie uns tatsächlich beauftragt hat, dir das Licht auszuknipsen? Da würdest du dich wundern. Ganz so loyal scheint deine Familie nämlich nicht zu sein. Ich finde deine komische Stimme auf einmal. Meine komische Stimme? Das ist einfach nur meine Detective Voice. Das ist deine linkes Ei ist gewachsen Stimme, ja? Halt deine Fresse, bevor ich dich gleich esse. Bin by the way auch nebenbei Freestyle-Rapper, deswegen nicht wundern. Merkt man gar nicht. Mal ein bisschen reden. Lass uns doch mal ein bisschen reden. Hier wird nicht geredet. Hier wird gar nicht geredet. Hier wird einfach nur der Sonnenuntergang genossen. Du genießt jetzt einen freien Fall. Jetzt mal ganz ruhig. Ey, Jungs. Oh shit. Jetzt hast du keine Eier mehr, hä? Sag mir ja, wer mich verraten hat. Es war Louis. Das kann nicht sein, nein. Jungs. Du willst also nicht von selber springen. Ich halte dich gerade vor dem Abgrund. Hast du irgendwelche letzten Worte? Dann halt nicht.